Ja, herzlich willkommen zum M&M Webcast Agil 2.0, DevOps am Beispiel einer Cloud-Plattform. Ich heiße Kenan Sengün, bin verantwortlich fürs Marketing bei M&M Software und führe Sie heute als Moderator durch den Webcast. Vor der Kamera stehen Daniel Marcek auf der linken Seite und Thomas Gauss auf der rechten Seite. Beide Referenten werden sich während der Präsentation noch einmal im Detail vorstellen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden über den Chat. Ich werde die Fragen am Ende des Webinars laut vorlesen, damit Daniel und Thomas diese dann fachgerecht beantworten können. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen einen informativen und aufschlussreichen Webcast zu wünschen, wünsche Ihnen natürlich viel Spaß dabei und übergebe das Wort an Daniel. Vielen Dank, Kenan, und hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauer da draußen. Freut uns, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Webinar mit dem Thema Agil 2.0, DevOps am Beispiel einer Cloud-Plattform. Wie Kenan schon erwähnt, möchten wir uns gerne vorstellen. Mein Name ist Daniel Marcek, ich bin seit über 10 Jahren bei M&M Software, bin Gruppenleiter in der Business Unit Software Applications. In der Business Unit Software Applications beschäftigen wir uns mit Web-Anwendungen, Desktop-Anwendungen und mobilen Anwendungen. Ja, mein Name ist Thomas Gauss, bin Gruppenleiter in der BU System Solutions. Wir beschäftigen uns mit Cloud-IoT-Lösungen für Microsoft Azure-Plattform schon seit 2014. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, möchten wir M&M Software vorstellen. Wirklich sehr kurz und knackig, also keine Sorge, keine mehrseitige Firmenpräsentation. Wirklich nur die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten. Der zweite Part ist dann eher der theoretische Teil. Wir wollen uns mal die Evolution der Softwareentwicklung anschauen, vom klassischen bis hin zu agilen und jetzt dann zu DevOps. Worin unterscheiden sich Modelle in der Teamstruktur? Worin unterscheiden sie sich in der Lieferbarkeit? Und welche Vorteile bringt mir denn DevOps? Nach dem theoretischen Teil gehen wir zum praktischen Teil über. Wir schauen uns die Vargo Cloud an. Welche Anforderungen hat die Vargo Cloud? Welche Herausforderungen hat die Vargo Cloud? Und dann im Zusammenspiel die Umsetzung der DevOps-Strategie für die Vargo Cloud. Welche Probleme hatten wir? Welche Herausforderungen? Wie haben wir es umgesetzt? Und wir versuchen, den Best Practices mit auf den Weg zu geben. Guter Letzt beantworten wir noch Ihre Fragen. Fangen wir an mit M&M Software. M&M Software ist ein Tochterunternehmen von der Vargo-Gruppe. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ein Software-Dienstleistungsunternehmen mit über 30 Jahren an Erfahrung. Und wir sind spezialisiert auf industrielle und technische Softwarelösungen. Unser Know-how verteilt sich auf über 200 Mitarbeiter auf 3 Standorten. Wir haben einen Standort oben in Hannover, im Norden von Deutschland. Wir haben einen Standort in St. Georgen, schönen Schwarzwald, wo wir hier gerade sitzen. Das ist unser Hauptsitz mit über 100 Mitarbeitern. Und wir haben über 80 Mitarbeiter in China, in Suzhou, wo wir dann auch Offshore-Development anbieten. Wir sind Microsoft-Partner, wir haben diverse Gold-Zertifizierungen, unter anderem auch eine Gold-Zertifizierung zum Thema DevOps, was uns hoffentlich dazu eignet, diese Präsentation hier zu führen. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen, angefangen von OPC UA bis hin zu Industrial Internet of Things oder das Thema DevOps. Unsere Kunden kommen aus der Fabrik- und Prozessautomatisierung hauptsächlich, aber auch aus anderen Branchen wie Gebäude, Energie und vieles mehr. Das war es auch schon zu M&M. Versprochen, nur eine Folie. Und kommen wir jetzt zum theoretischen Teil von DevOps. Dazu wollen wir uns mal die Evolution der Softwareentwicklung anschauen, also eine kleine Zeitreise. Angefangen hat alles mit dem Wasserfallmodell. Wir hatten beim Wasserfallmodell sehr lange Design-, Entwicklungs-, Test- und Lieferungsphasen. Das heißt, zu Beginn wurden alle Anforderungen bis ins kleinste Detail spezifiziert. Man hat typischerweise ein Lasten- und Pflichtenheft erstellt oder ein Budget festgelegt und ein fixes Feature-Set. Die Teamaufteilung war so, dass wir Development-Team hatten, wir hatten das QA-Team und Operations-Team. Alle komplett voneinander getrennt. Hier ist natürlich das Risiko sehr hoch, weil das Modell sehr unflexibel ist. Wir können nicht auf Änderungen schnell reagieren oder wenn, dann sehr mühselig oder es ist dann einfach zu spät. Wir reden hier über eine Phase von Design bis zum Deployment von mehreren Monaten oder sogar über Jahre hinweg. Das heißt, die Anforderungen können sich da komplett geändert haben oder die Marktanforderungen.
Es ist aber trotzdem noch so, dass manche Projekte bei uns noch klassisch abgewickelt werden. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn die Projekte sehr, sehr klein sind. Das heißt, die Anforderungen und der Lösungsansatz sind hundertprozentig klar. Und umso unklarer die Anforderung und der Lösungsansatz wird, was meistens in Softwareprojekten der Fall ist, dann geht man eher zur agilen Arbeitsweise. Und bei uns werden, ich würde sagen, über 95% der Projekte auch agil abgewickelt. Die agile Softwareentwicklung gibt es schon sehr lange. Ich glaube 1995, 96 ungefähr kam das Extreme Programming. Aber so einen wirklichen Hype gab es 2001, als das Agile Manifest ins Leben gerufen wurde. Und das Agile Manifest sagt aus, Individuen und Interaktionen sind mehr wert als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung und reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Das klingt einfach, ist es aber definitiv nicht mehr, weil das Mindset muss sich komplett ändern. Und an der Stelle würde ich nochmal sagen, agil, viele verwechseln agil mit planlos. Das ist nicht der Fall. Agil ist nicht planlos. Agil folgt nur dem Prinzip, I plan to replan. Und das in einem permanenten, iterativen Vorgehen. Und agil bedeutet, wir lernen. Wir holen uns Feedback an, also wirklich eine gute Feedback-Kultur zu schaffen. Schnell auf Veränderungen und Marktanforderungen zu reagieren, das bedeutet agil. Da gibt es verschiedene Frameworks dazu, zum Beispiel Scrum, Kanban, Extreme Programming oder auch skalierte Frameworks wie Less, Safe oder Scrum at Scale. Wir bei M&M setzen standardmäßig Scrum ein. Lasst uns genauer auf die Teamstruktur eingehen. Wir haben auf der linken Seite das Development und das Squad-Team und dann auf der rechten Seite das Operations. In der agilen Welt normalerweise komplett separate Team. Dev und das Squad-Team ist für die Anwendungsentwicklung zuständig, lebt auch die agilen Prozesse wie mit Scrum, Kanban, Extreme Programming und so weiter. Ist auch für die Qualität zuständig, betreibt auch Continuous Integration und Continuous Delivery. Und schmeißt dann die Software sozusagen über den Zaun zum Operations-Team. Und das Operations-Team ist dann für die Anwendungsupdates zuständig, für das Usage-Tracking, für den Kundensupport. Und hier entsteht ein Efficiency-Gap. Und den gilt es aufzuheben. Und zwar mit Hilfe von DevOps. Das heißt, Development-Team, QA-Team, das Operations-Team vereint sich zu einem Team. Das heißt, dieses Team hat jetzt die Verantwortung, nicht wie bisher nur für die Software, sondern auch für das Operations. Und das ist eine komplette Umdenke, weil das auch für uns auch Neuland war. Jetzt kommt die nächste Evolutionsstufe, Security. Das heißt, Security wird jetzt Bestandteil vom Team. Und DevOps wird zu DevSecOps. Das heißt, der Security-Aspekt wird über den gesamten Software-Development-Lifecycle mit beachtet. Schauen wir uns mal die Lieferbarkeit an. Im Klassischen ist es so, kann über mehrere Monate, Jahre gehen und am Ende bekommt der Kunde das Deployment. Das kann ein Installer sein, das kann eine mobile Anwendung sein, was auch immer. Dann beim Agilen ist es so, dass wir normalerweise nach jedem Sprint, das heißt 2 bis 4 Wochen Standard. Fairerweise muss man auch dazu sagen, ist die Erwartung, dass man nach einem Sprint liefern kann. In der Praxis klappt es aber auch nicht so. Man hat dann gewisse Iterationen, mehrere Sprints und liefert dann später. Ja. Und ja, das Bild vom Geparden soll es so ein bisschen visualisieren. Beim DevOps ist es so, dass wir viel, viel häufiger noch liefern können. Also wir können wirklich pro Feature eine Lieferung machen oder pro Bug fixen. Amazon zum Beispiel, ich glaube, die liefern mehrere hundert oder tausend Mal am Tag. Und das ist nur mit einer geeigneten DevOps-Strategie. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben beim DevOps wirklich sehr kurze Entwicklungszyklen, hier Stichwort Value Streams, das heißt, wir versuchen, dass der Kunde sehr, sehr schnell Mehrwert hat und dass wir sehr, sehr schnell auch Feedback bekommen vom Kunden. Also dieser Short Feedback Loop, sehr, sehr wichtig bei dem DevOps. Wir haben kurze Zeit zwischen Erkennung und Behebung von Fehlern. Wir müssen nicht warten bis zum nächsten Sprint, bis ein Bug gefixt ist, bis es deployed wird, sondern wir können es am Folgetag schon liefern, wenn
wenn gewollt. Wir haben eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit an geänderte Rahmenbedingungen. Und wir haben wirklich kurze Feedback-Zyklen. Digitale Feedback-Loop, den ich bereits erwähnt habe. Zusätzlich, bei einer geeigneten DevOps-Strategie, haben wir sogar die Möglichkeit, Nutzer-Feedback einzuholen. Infrastruktur- und Applikations-Feedback war uns früher gar nicht möglich, weil wir haben die Kunden wir haben die Software an unsere Kunden geliefert, der Kunde von uns an seine Kunden über die Infrastruktur, Applikationsfeedback. Wir hatten keine Chance, da ranzukommen. Und durch DevOps entsteht eine Feedback-Kultur. DevOps ist das wahre Agile. Und wie setzen wir das bei M&M um? Wir setzen da standardmäßig auf Microsoft Azure DevOps, wobei wir auch andere Tools im Einsatz haben und das auch bedienen können, aber das ist so unsere Standardplattform. Was kann denn Azure DevOps? Warum verwenden wir bei M&M standardmäßig Azure DevOps? Wir haben unter anderem die Möglichkeit, das Planning und das Tracking, das heißt, wir können Kanban-Boards erstellen, wir können Backlogs priorisieren, wir haben Team-Dashboards, wo wir individuell gestalten können, wir können die Sprint-Plannings durchführen. Das heißt, wir haben hier ein Rundum-Sorglos-Paket zum Planen und zum Tracken. Im zweiten Part, dem Code, da haben wir die Möglichkeit, kostenlose Git-Repositories anzulegen und auch Pull-Requests-Funktionalität zu nutzen. Das heißt, hier verfolgen wir den Ansatz des Vier-Augen-Prinzip. Alles, was der Entwickler, jede Entwicklung wird abgesegnet durch eine zweite Person, also das Vier-Augen-Prinzip. Dann haben wir das Build und Test. Da haben wir die Möglichkeit, mit Hilfe von Azure DevOps wirklich Cloud-gehostete Pipelines für unterschiedliche Betriebssysteme wie Linux, macOS oder Windows vorstellen. Zusätzlich haben wir auch hier die Möglichkeit, Web-Anwendungen, Desktop-Anwendungen, mobile Anwendungen vorzustellen. Hier beschränkt man sich nicht nur auf Cloud-native. Und wir haben über den Testmanager die Möglichkeit, geplante und explorative Tests. Beim Deployment haben wir die Möglichkeit, NPM, NuGet, Python und diverse so Packet-Feeds aus öffentlichen oder privaten Quellen zu erstellen und freizugeben. Und das Deployment können wir mit Hilfe von Azure DevOps dann auch sehr schnell auf das DevOps-System machen. Im Operate können wir die Ressourcen betreiben, wir können es auch schützen mit Richtlinien und Rechteverwaltung. Und im letzten Part, dem Monitoring, haben wir die Möglichkeit, mit verschiedenen Azure-Services wirklich tiefen Einblick in die Anwendung zu bekommen. Die einen kennen vielleicht nur das Cloud-Produkt Azure DevOps, aber das gibt es auch on-premise. Azure DevOps-Produkt ist eigentlich das Nachfolgeprodukt vom klassischen TFS-Server. Genau. Gut. Genug Theorie, kommen wir jetzt zum spannenden Teil, DevOps in der Praxis, am Beispiel der Vago Cloud Plattform. Und ich übergebe meinen Kollegen Thomas. Danke, Daniel. Ja, ich würde die Vago Cloud Plattform kurz vorstellen, ein paar technische Details zeigen, bevor wir in die Praxis von DevOps gehen. Was ist die Vago Cloud überhaupt? Die Vago Cloud ist eine IoT-Plattform, die total abgestimmt ist auf die Vago Hardware. Vago hat verschiedene PFCs, die müssen gemanagt werden. Man möchte Applikation, Firmware-Update aus der Ferne durchführen. Man möchte Fernzugriff haben auf die lokalen Konfigurationsoberflächen, Webvisualisierung. Das alles möchte man über die Cloud aus dem Internet of Things machen. Zudem möchte man die Möglichkeit haben, an die Daten ranzukommen, Daten aus der Feldebene. Die werden gesammelt, in die Cloud übertragen und stehen dort den verschiedenen Anwendungen zur Verfügung. Die Vago Cloud bietet aber auch gewisse Visualisierung von Built-in. Man kann sagen, die Vago Cloud ist Gerätemanagement auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Datendrehscheibe für die Daten, die gesammelt werden. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben auf der untersten Ebene haben wir die Vago Controller, die PFC. Durch das Vago IO-System kommt man eigentlich flexibel an jedes Feldsignal ran. Es wird dort eingesammelt und der SPS-Programmierer erstellt das Programm, das die Daten verarbeitet. SPS-Programmierer, das war uns von Anfang an wichtig, hat auch volle Kontrolle über die Daten, die in die Cloud geschickt werden. Das heißt, er legt fest, welche Datenpunkte in die Cloud gehen und welche lokal bleiben. Auch kann der SPS-Programmierer festlegen, zum Beispiel, welche Funktionen aus der Ferne aufgerufen werden können, zum Beispiel um Konfigurationsänderungen durch. In der Cloud selbst gibt es ein Webportal, über das alles bedienbar ist, sowohl im Desktop-Client als auch auf dem Mobiltelefon. Über Schnittstellen kommt man die Daten ran und da wurde der eigentliche Mehrwert rausgezogen.
Über Schnittstellen können die Daten, die gesammelt werden, Applikationen zugänglich gemacht werden, zum Beispiel über REST, OPC, UA, und die generieren dann den eigentlichen Mehrwert anhand des Users. Ist in die Vago Cloud aufgebaut. Der Aufbau ist eigentlich sehr einfach. Wir orientieren uns so ein bisschen an Plattformgedanke mit Apps. Das heißt, wir haben so ein App-Ökosystem, was man hier sehr gut auf dem Homescreen. Wir haben zum Beispiel eine App für Geräteverwaltung, eine App für Fernzugriff, Visualisierung, Alarme, User-Management. All das sind so Standard-Apps in der Cloud. Man hat die Möglichkeit, abhängig vom Use Case, weitere Apps hinzuprogrammieren oder Drittanbieter-Apps zu integrieren. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, Funktionsumfang, wir haben so eine Basis-Rahmen-Applikation, wo man so ein bisschen Berechtigungsmanagement machen kann. Wir haben auch ein Abrechnungsschema natürlich dort hinterlegt, die Lizenzierung, die APIs für den Datenzugriff, die Basis, und dann kommen die Apps, die dann die Funktionalität. Apps für Device-Management, Fernzugriff, die Visualisierung, die eingebaute mit Dashboard und Trends, aber auch Alarming, wo man dann bestimmte Regeln, Disconnected oder Werteüberprüfung hinterlegen kann, die dann über Mail oder SMS benachrichtigt. Aufgebaut ist das alles auf der Azure-Plattform. Wir nutzen die Azure-Plattform als Service-Dienste. Warum? Weil Microsoft uns dann SLA bietet. Microsoft macht kontinuierlich Updates, Backups, die Sicherheitspatches, alles macht Microsoft für uns. Das heißt, wir müssen nicht ganz tief mit uns Infrastrukturen beschäftigen, sondern können ein bisschen weiter oben ansetzen. Rechts sieht man die ganzen Azure Services, die im Einsatz sind, aber ich gehe gar nicht ins Detail darauf ein. Was wir haben, ist eine Multi-Tenant-Architektur. Das heißt, standardmäßig betreiben wir eine Lösung, die für viele Kunden ist. Das heißt, alle Kunden befinden sich in einem System und wir haben eine applikative Trennung, wir haben eine physische Datentrennung, teilweise eine logische Trennung, wo die Kunden dann wieder separiert werden. Die Architektur folgt einem Microservice-Gedanke. Das heißt, wir haben bestimmte Services, die eine bestimmte Funktionalität bereitstellen, zum Beispiel für das Device-Management, und da ist sowohl Datenhaltung, Backend und Frontend dann dementsprechend dabei. Die Architektur fördert natürlich ein paar Eigenschaften unserer Lösung, zum Beispiel die Skalierbarkeit, die Redundanz von verschiedenen Applikationsblöcken oder auch die Verfügbarkeit. Und das Herz dieser Architektur ist eigentlich die Servicefabrik, Cluster von vielen virtuellen Maschinen, wo die Anwendung. Ja, jetzt haben wir den theoretischen Teil von DevOps gehört und die Vago Cloud. Jetzt ging es ja darum, in der Vago Cloud eine geeignete DevOps-Strategie umzusetzen. Und was hatten wir denn da für Herausforderungen? Wir wollten sehr kurze Release-Zyklen. Wir wollten nicht 1, 2, 3, 4 Wochen, wenn der Sprint vorbei ist, ein Release liefern können, sondern sehr flexibel sein. Also öfters. Wir wollen eine permanente Verfügbarkeit von über 99%. Wir wollen keine Offline-Zeiten aufgrund von Updates, das heißt möglichst geringe Downtime. Betrieb und Support soll durch M&M durchgeführt werden. Das war bei uns auch eine komplette Umdenke, weil bisher waren wir nicht für den Betrieb und für den Support zuständig. Support ja, aber für den Betrieb dann meistens nicht. Dann eine weitere Herausforderung war die Ausprägung. Wir haben ja das Mehrmandantensystem und eine Individualinstallation. Das heißt nicht nur eine logische Trennung, sondern auch eine physikalische Trennung. Bei einer Individualinstallation wird die Vago Cloud wirklich beim Kunden in der Subscription gehostet und nicht durch uns. Ich glaube, eine Besonderheit von diesem System. Ja. Wir haben zum einen unser Software-as-a-Service-System, zur anderen Seite Individualinstallation mit Kunde. Ja. Und eine weitere Herausforderung waren die schnellen Feedback-Zyklen. Gut, und dann gehen wir ein bisschen ins Detail mit DevOps. Wie haben wir es umgesetzt und wollen zuerst aufs Team und die Backlog-Organisation eingehen. Wer sich mit IoT-Plattformen beschäftigt, der weiß, dass es eigentlich in der Regel größere Projekte sind und diese Manpower hinten. So ist auch bei der Vago Cloud. Wir haben mittlerweile rund 25 Mitarbeiter, die sich rund um dieses Thema beschäftigen. Wenn man sich jetzt die Entwicklungsteams anschaut, dann haben wir drei Entwicklungsteams, die an der Lösung arbeiten. Komplett redundant aufgebaut, das heißt, jedes Team hat einen Product Owner, einen Software-Architekt, einen Tester, Entwickler, einen Scrum Master, eigentlich Disziplinen über den kompletten Software-Lebenszyklus. Der ein oder andere mag jetzt die DevOps-Rolle hier vermissen,
Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir das abbilden im Team. Und wir haben uns dafür entschieden, dass die Rolle durch die Entwickler abgedeckt wird. Das heißt, die Entwickler haben sich dem neuen Thema angenommen, dort eingearbeitet und sind auch dafür verantwortlich. Was wir auch haben, sind verschiedene Experten, Querschnittsthemen, wo wir uns im Team ab und zu brauchen, aber nicht immer. Und da haben wir zum einen einen Projektleiter, einen Security-Spezialist, der bei Bedarf hinzugezogen wird, UI-Designer, Chief Architect, der den kompletten Überblick über die Architektur hat, oder auch das Produktmanagement, das die Anforderungen von außen bringt. Geht jetzt auch immer mehr in die Richtung der DevSecOps, wie ich es erwähnt habe, das ist der Security-Aspekt. Das heißt, auch dieser Operation-Gedanke haben wir jetzt schon bei den Entwicklern verankert. Jetzt geht es darum, auch diesen Security-Gedanken mit ins Team zu bringen. Genau. Wie ist denn das Team aufgebaut? Ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben verschiedene Kompetenzen in einem Team. Der Development, QA und Operations kommen von den Entwicklern und die bilden ein Team. Die Teams agieren nach dem Motto, you build it, you run it. Das heißt, die sind für das, was sie schaffen, den gesamten Zyklus verantwortlich. Was wir gemacht haben, wir haben die Teams in verschiedenen Anwendungskomponenten, Apps zugeordnet. Das heißt, ein Team ist für die Device-Applikation zuständig, das andere Team fürs Alarming, dritte vielleicht für die Visualisierung. Und das über alle Schichten hinweg, das heißt von der Datenbank, Backend, auch zum Frontend. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal versucht, so eine Applikation von einem Team andere zu shiften, hat aber zu etlichen Problemen geführt. Softwaretechnisch mag das nur funktionieren, man kriegt die Software gebaut, die neuen Features umgesetzt, aber im Betrieb, die Software überwachen, Feedback aus dem Betrieb wieder zurückzufließen zu lassen, war doch eine Herausforderung. Wir hatten einige Probleme, muss man im Nachhinein sagen. Die Trennung, die Vertikale, die wir haben, wird natürlich ideal durch die Microservice-Architektur unterstützt. Das heißt, wir können vertikale Slices bilden in der Applikation und den Teams zuordnen. Wie wird es im DevOps abgebildet? Da nutzen wir eigentlich die Team-Funktionalität vom Azure DevOps und haben eigentlich für jedes Team einen separaten Backlog. Das heißt, jedes Team hat eigene Epics, Features, Bugs, User Stories, arbeitet die priorisiert ab, hat einen eigenen Scrum-Prozess. Das heißt, 3-Wochen-Sprints, ganzen Meetings, Sprint-Planning, Review-Meetings, Retrospektiven und Ähnliches. Das ist eigentlich komplett isoliert. Ja, durch die Isolation der Teams, wie es jetzt der Thomas erwähnt hat, ergeben sich natürlich auch wieder neue Herausforderungen, weil wir müssen das Know-how zwischen den Teams transferieren, müssen sich synchronisieren, auch teamübergreifende Themen wie Anforderungen, Konzepte, Architektur, muss alles abgestimmt werden. Dann auch die Priorisierung von Features und Bugs. Also es ist ja nicht nur pro Team eine Priorisierung für Features und Bugs, sondern wir müssen das gesamte Produkt im Auge behalten. Klar, da gibt es Abhängigkeiten zwischen den Apps, das Produktmanagement hat gewisse Vorstellungen, was, wann, wie realisiert werden soll. Das muss man synchronisieren und abstimmen. Und wir wollen natürlich die hohe Lieferfähigkeit beibehalten. Natürlich bei 3 Teams nochmal etwas schwieriger. Ja, gerade wenn es darum geht mit der Synchronisation, mit der Abstimmung. Teams müssen ja, wenn man gemeinsam releasen möchte, gemeinsam fertig sein. Bei dem geht man eher von dem Gedanke weg. Man released alles en bloc, sondern macht eher Vertical Releases für Device Management, Alarm oder Visualisierung. Genau, wie sind wir mit den Herausforderungen hier umgegangen? Wir haben uns entschieden, ein bisschen den Scrum-of-Scrum-Gedanke einzuführen. Nicht genau diesen Gedanke, aber angelehnt dran und haben eigentlich ein übergeordnetes Team gebildet. Das heißt, aus den verschiedenen Development-Teams, der Product Owner und der Architekt, sowie die Querschnittsrollen, sind im weiteren neuen Team teil. Das heißt, wir haben so ein Product Owner, Software Architect, Produktmanagement-Team, das sich genau um diese Herausforderung kümmert. Was wir machen ist zum einen, wir präsentieren die Ergebnisse von den Entwicklungsteams dieser Runde. Das heißt, jeder sieht es, kann Feedback geben, sodass man gleich zeitnah auch Anpassungen vornehmen kann. Was man auch macht, ist einen gewissen Informationsaustausch, Anforderungen, die von der Seite reinkommen, vom Kunde kommen, vom operativen System kommen. All das wird hier diskutiert, priorisiert, abgestimmt und dementsprechend wieder zurück in die Teams. Ja, auch Vorarbeiten werden durchgeführt. Oftmals ändert sich was Größeres. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Änderung in der Datenhaltung. Das war eine größere Sache, die
größer in die Architektur eingreift. Wir haben uns nicht einfach im Team entwickeln lassen, sondern es muss gut geplant sein, müssen Konzepte stehen. Verarbeitungsthemen machen wir auch hier. Ja, und wir organisieren das Ganze. Wir organisieren es eigentlich genau gleich wie die Entwicklungsteam. Das heißt, wir haben auch hier wieder einen separaten Backlog, wo wir die Themen priorisieren, analysieren und dann in Form von Scrum abarbeiten. Wir haben genauso ein Review-Meeting, wir haben ein Planning-Meeting, Retrospektiven und Daily das Entwicklungsteam. Zusätzlich haben wir aber noch was durchgeführt, was vielleicht ein bisschen untypisch ist. Wir haben Spezialisten in den Teams geschaffen. Wir haben festgestellt, dass wir sehr viele neue Technologien haben, Konzepte haben. Ja, und das Know-how in die Breite zu kriegen, ist eine Kunst. Wir haben dann uns entschieden dafür, spezielle Ansprechpartner in den Teams zu haben, die sich in den Themen in der Tiefe auskennen und das in die Breite dann bringen. Zum Beispiel haben wir so eine Rolle für DevOps, fürs Monitoring, Alerts im Operation-Betrieb, für die Bildumgebung, für die lokale Entwicklungsumgebung, die bei Microsoft Services auch anspruchsvoll ist. Da muss sowas eingehen. Die synchronisieren sich natürlich auch über die Teamgrenzen hinweg und bringen das Know-how in die Teams. Ja, zweiter Block, neues Thema. Continuous Integration, Continuous Deployment. Was ist das überhaupt? Was steckt dahinter? Zeigt euch die nächste Folie. Continuous Integration ist eigentlich was, was wir schon die letzten Jahre alle machen, denke ich mal. Der Entwickler committet Source Code, Git Repository, die Source Code Verwaltung und danach wird die Software gebaut. Wird geprüft, ob der Source Code, der neu übercommitted ist, überhaupt noch baubar ist. Ja, dazu und danach laufen Tests durch, automatisierte Integration und Unit-Tests, um die Qualität der Software zu prüfen. Und dann geht es eigentlich los. Da ändert sich die Welt ein bisschen. Früher hat man dann klassische Installer gebaut oder Pakete geschnürt, die dann ja, in größeren Abständen zum Kunde gebracht wurden, wo dann die IT installiert hat. Und hier im Continuous Integration, Continuous Deployment, möchte man das genauso automatisieren, dass man automatisiert Pakete der fertigen Software schnürt. Und diese werden dann verschiedene Umgebungen gebracht. Umgebungen sind zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung, wo die Entwickler testen können. Zum Beispiel, wo dann die neue Software automatisiert bereitgestellt wird, verfügbar ist und man sie auch live probieren kann. Statt alles okay, geht es in die nächste Umgebung. Eine Umgebung, die vielleicht nur für die Testabteilung ist, wo die ihre Tests durchführen können, Performance-Tests, UI-Tests, was auch immer. Letztendlich, wenn die Software fertig ist, alle Qualitätsprüfungen überstanden hat, geht es in die Produktiv. Und genau dieser Schritt von Paketierung, Development, Staging, das Test, Staging-Umgebung, Produktionsumgebung, der wird automatisiert und nennt man Continuous. Ja, klingt wieder sehr einfach, ist es aber definitiv nicht. Also wir hatten auch damit zu kämpfen und Herausforderungen war zum Beispiel waren die isolierten Umgebungen, die bereits vom Thomas erwähnten drei Stages mit Development, Test und Production. Auch, dass wir Infrastruktur und Anwendungsdeployments separiert haben bei Kunden. Das war definitiv auch eine Herausforderung. Updates der Anwendung durchzuführen ohne Downtime. Auch die Value Streams, wirklich Releases in kurzen Abständen machen. Die End-to-End-Automatisierung, die effizient zu gestalten. Also, dass wirklich möglichst wenig manuelle Schritte notwendig sind, um auch manuelle Fehler zu vermeiden. Also möglichst viel Automatisierung und auch die Änderungen an der Infrastruktur und Pipelines durch Releases. Ich denke mal, die Automatisierung und die Änderungen ist ein Punkt, wo man früher oftmals Pläne manuell gemacht hat, man hat nicht alles dokumentiert. Wenn man ein zweites System hochgezogen hat, gab es dann Probleme, weil einfach nicht mehr alles nachvollziehen. Und damit man halt alles automatisieren und zentral abbilden. Wie macht man das? In DevOps gibt es die DevOps Pipelines und mit diesem kann man das eigentlich abbilden. Ziel ist eigentlich, wie schon gesagt, die Automatisierung vom Build- und Deployments-Prozess über alle Phasen hinweg. Und dann sieht man das im Build sehr gut. Wir haben auf der linken Seite das Build-Artefakt, das vom Build-Server kommt. Und das kann dann in der nächsten Phase, in der nächsten Stage sozusagen, erstmal getestet werden, statische Code-Analyse durch, Unit-Integrationstests, Security-Tests, genau, um erstmal aus Entwicklungsseite sicherzustellen, dass das Artefakt, das gebaut wird,
Danach stellt man es für die Entwickler bereit, in einer isolierten Umgebung, sei es virtuelle Maschine, sei es eine Azure Cloud-Umgebung, das kann alles sein, installiert die Software und die können erstmal testen. Ist die User Story abgeschlossen sozusagen vom Entwickler, geht es in die nächste Phase, wo dann die QA ansetzt und ihre Tests, also die Test-Environment. Parallel dazu kann es aber noch verschiedene andere Umgebungen geben. Die spezielle Umgebung für Performance-Tests oder eine Umgebung für spezielle Konfigurationen, wo vielleicht nur bei einem Kunden eingesetzt werden. Die kann man on demand hochziehen, die müssen nicht immer laufen. Durch die zentrale Verwaltung und Infrastruktur kommt später noch dazu, wenn ich die löschen, wieder neu aufsetzen, ist alles automatisiert. Ja, und im letzten Schritt, wenn es die Software durch alle diese Phasen geschafft hat, geht sie auch in die produktive Umgebung. Eine wichtige Eigenschaft hier ist, dass wir eigentlich immer das gleiche Software-Artefakt haben. Wir bauen die Software nicht nochmal neu. Wir nehmen dieses Artefakt, das am Anfang gebaut wurde, in den verschiedenen Abschnitten getestet wurde, geprüft wurde. Dieses wird dann in die Produktivumgebung eingebaut. Und somit werden auch Fehler verhindert durch erneutes Bauen oder was ähnliches. Ja, jetzt habe ich schon erwähnt, wir haben die verschiedenen Abschnitte, die Stages heißen. Und zwischen den Abschnitten, da gibt es dann so, ja, verschiedene Gates und Approvals, um zu verhindern, ungewollt in die nächste Phase geht. Von Gate Approvals kann manuell sein, wo Product Owner und Produktmanager einfach sagt, okay, die Software ist jetzt gut genug, zum Release zu werden, dann geht es in die nächste Phase. Kann aber auch von Dev in die Test Environment zum Beispiel automatisiert erfolgen. Verschiedene Metriken, man kann jetzt die Monitoring-Eigenschaften nutzen. Wenn es keine Fehler gibt, wenn die Performance passt, wenn die Metriken passen, dann geht es in die nächste Phase. Im nächsten Slide sieht man nochmal so ein Approval, wie sowas aussehen kann. Da bleibt dann sozusagen die Pipeline stehen und derjenige, der es approven muss, kann hier dann dementsprechend das Approval setzen. Es dokumentiert zentral, transparent, dass es dementsprechend auch freigegeben wird. Macht es auch für uns ein bisschen einfacher in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Gerade wir sind vielleicht verantwortlich für das Bauen der Software, fürs Testen, für die Entwicklungs- und Testumgebung, aber das letztendliche Release muss der Kunde freigeben. Das heißt, wenn wir am Ende der Pipeline eine Approval setzen, wird der Kunde seine Freigabe erteilen. Bezüglich der Deployment-Strategien gibt es jetzt auch viele Möglichkeiten. Klar, wir haben jetzt ein Cluster mit VMs, haben verschiedene Möglichkeiten. Das macht es uns erstmal einfacher. Zum einen kann man so Blue-Green-Deployments machen. Das heißt, man hat sein aktives System am Laufen und deployt parallel dazu die neue Anwendung. Sobald das Deployment fertig ist, nimmt man die alte Anwendung weg und die neue deployte Anwendung ist dann produktiv. Kurzzeitig dann parallel und sehr schnell umgestalten. Eine andere Möglichkeit sind Canary-Deployments. Da erfolgt so ein schrittweises Deployment. Man hat das Produktivsystem und führt dann nebendran sozusagen parallel dazu neue Release ein. Am Anfang führt man vielleicht nur 10% der Requests aufs neue System light und prüft dann die Metriken im Hintergrund. Habe ich keine Fehler? Stimmt die Performance? Ist die Funktionalität genauso wie gewollt? Passt das alles? Erhöhe ich den Prozentsatz auf 30% oder 50%, bis letztendlich alle Kunden das neue System nutzen. Ich habe dann interessante Effekte. Klar, der eine User hat schon das neue System, der andere nicht. Solche Effekte habe ich dann. Aber vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gesehen, ist ein typisches Vorgehensmodell wie neuer Software. Wir selbst nutzen gerade Rolling Deployments. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Anwendung immer redundant, verschiedenen virtuellen Maschinen und updaten eine virtuelle Maschine nach der anderen. Und sobald alle virtuellen Maschinen abgedatet sind, ist die neue Anwendung im System. Auch da haben wir den Effekt, alte Anwendung und neue Anwendung laufen parallel. Was dazu führt, Schnittstellen müssen kompatibel sein, Datenmodelle müssen kompatibel sein, auch da gibt es verschiedene Herausforderungen. Man kann eigentlich immer sagen, dass bei den allen modernen Deployment-Strategien nie eine Rollback-Strategie gibt. Rollback ist eigentlich nicht gewollt, sondern man geht eher hin, fixt dann die Software, macht wieder ein schnelles neues Release, wo genau das Problem adressiert. Jetzt habe ich viel davor schon über Infrastruktur gesprochen. Infrastruktur, Automatisierung. Und das war eine riesige Herausforderung für uns, weil am Anfang haben wir immer noch in der Köpfe gehabt, die IT ist zuständig. Genau da muss man eigentlich weg davon. Man muss weg von IT ist zuständig hin zu Developer ist zuständig. Ein Team ist zuständig für die Infrastruktur. Und die modernen Plattformen, die unterstützen da einen sehr gut drin.
Bei Azure zum Beispiel gibt es die ARM-Templates. Das sind Templates, die beschreiben die Infrastruktur. Auf der rechten Seite sieht man das von SQL-Server, wo dann festgelegt wird zum Beispiel, welche IP-Adressen dürfen zugreifen. Wie ist die Größe der Datenbank? Was für ein Datenbanktyp habe ich überhaupt? Wie viel Speicher, wie viel Memory habe ich? All diese Sachen legt man in so einem Template fest. Die Templates werden verwaltet, ganz normal wie Source Code, zum Release, also ja, zum eigentlichen Produkt, und werden dann in den Pipelines referenziert und sozusagen instanzieren dann die Ressourcen und konfigurieren die. Kann man auch alle Fälle abdecken. Vielleicht neue Ressourcen kann man erzeugen drüber, aber auch bestehende dann sozusagen updaten, konfigurieren und ändern. Man nennt das dann alles Infrastruktur als Code, wenn man so echt die Infrastruktur wie Code handelt. Ein großer Vorteil, was sich daraus ergeben hat für uns, ist eigentlich, dass wir die Infrastruktur schon in frühen Phasen berücksichtigen. Wir haben den Effekt gehabt, dass sich ein Softwarearchitekt auf einmal Gedanken macht, was die Architektur für den späteren Betrieb, muss ich was anpassen, bietet der Service überhaupt Backup-Eigenschaften, hat er eine Redundanz. All diese Themen beschäftigen auf einmal einen Softwarearchitekt. Und hat es ihn eigentlich nicht so beschäftigt, macht er jemand anders nachgeladen. Wenn man die Infrastruktur hat, möchte man natürlich auch tiefe Einblicke in diese bekommen. Und da gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten, Unterstützung, da wir im Azure-Umfeld haben dann dementsprechend vorgesetzt. Ich habe schon erwähnt, das Entwicklungsteam ist für die Infrastruktur verantwortlich. Das heißt Sicherheit, Backup, Security-Patches, ganze Verfügbarkeit, all das, die Verantwortung liegt im Entwicklungsteam. Dafür müssen sie natürlich auch Instrumente haben, um das zu sicherstellen. Microsoft hat verschiedenste Services, Azure Monitor, Log Analytics, Application Insights, um das zu machen. Zum einen gibt es Verfügbarkeitstests, wo zum Beispiel alle 5 Minuten eine API ansprechen, prüft wird, ob die überhaupt antwortet, ob die Ergebnisse passen, wo sichergestellt wird, reagiert die Anwendung. Gibt es Exception Tracking, Logs, detaillierte, wo man dann auch Monitoring-Regeln definieren kann. Man hat Performance-Metriken. Man sieht genau, welcher API-Aufruf wie lange dauert. Man hat Usage-Tracking, was ganz Neues. Man kann das einbauen in die Applikation und sieht, welche Applikationsteile durch den Nutzer genutzt werden. Wenig genutzt werden, intensiv, wie kommen die neuen Features an, hat der Kunde Probleme, springt er zwischendurch ab. All diese Fragen lassen sich da besser beantworten. Und natürlich das klassische Monitoring, wo jeder eigentlich sofort dran denkt, Festplattenspeicher, CPU-Usage und Hauptspeicher, all diese Metriken lassen sich auch überwachen. Die Informationen visualisiert man eigentlich gängigerweise zentral in Form von Dashboards, wie wir es auf der rechten Seite sehen. Da sieht man dann einzelne Peaks, die Grundlast, CPU-Usage über die Zeit und kann dann dementsprechend Maßnahmen ableiten. Ja, wichtig ist, dass die Informationen dann zurückfließen. Dashboards sind zwar schön, aber man möchte natürlich nicht ganz Zeit drauf schauen. Was wir haben, ist dann auf diesen Informationen Regeln, die automatisiert ausgeführt werden und gegebenenfalls Development-Team per Mail, SMS oder Sprachanruf benachrichtigt. Das greift dann auch sofort ein und fixt dieses Problem. Das ist ganz wichtig, Meldungen aus dem operativen Betrieb haben eigentlich die höchste Priorität. Da wird dann auch mal normale Entwicklungsarbeit liegen gelassen und sofort dieses Problem behoben. Damit es auch im Produktivsystem funktioniert, ist ganz wichtig, dass man das schon auf dem Testsystem und auf dem Entwicklungssystem übt. Wenn man da in den frühen Phasen ist, schon mal neue Produkte im Release, dass auch die Meldungen zurückgehen, diese sofort adressiert und gefixt. Ja, ist unser Fazit über das, was wir uns ein bisschen gezeigt haben. DevOps hilft uns, viel manuelle Deployment-Schritte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die unsere Kunden gemacht haben, zu automatisieren und auch dadurch Fehler zu vermeiden. Es gibt keine Änderungen mehr, die einfach auf dem Produktivsystem, Testsystem gemacht werden, sondern es wird alles in Automatisierungsskripten verwaltet, ist nachvollziehbar, transparent, wird genauso Approvals geben, Pull-Requests gefragt. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben einen Effekt, einen schönen. Der Betrieb von der Software wird in frühen Phasen zur Architekturzeit berücksichtigt. Und Architekt, Softwareentwickler schauen schon drauf, weil sie selber wissen, muss später mit den Problemen sonst kämpfen. Ja, wir haben auch eine andere Sache. Wir sehen schon in frühen Phasen,
Wie reagiert die Anwendung Infrastruktur? Habe ich Performance-Probleme? Reicht der Hauptspeicher aus? Gibt es mit der CPU Probleme? Habe ich Peaks? Die Szenarien durch das, dass ich die Produktivumgebung kenne, kann sie genau nachbilden im Testsystem, kann ich genau diese Sachen testen. Ja, und ich habe die Feedbacks-Loop über das Nutzer-Tracking, über die Eigenschaften vom Monitoring, kriege ich die ganzen Informationen zurück. Und durch die Automatisierung kann ich on-demand neue Umgebungen hochziehen. Das heißt, ich muss es nicht alles am Laufen haben, ich habe es automatisiert, ich habe Templates, mit diesen kann ich für Kundentests, Performance-Tests, ältere Versionen, die ich vielleicht noch beim Kunden im Laufen habe, wo ich nochmal was nachreproduzieren will, on-demand eine neue Umgebung hochziehen und das System laufen lassen. Ja, so ein paar kleine Tipps noch von unserem Rande. Wir haben DevOps bei der Wago Cloud nachhinein eingeführt. Wir haben es nicht von Anfang an gehabt. Es gab es auch nicht so direkt von Anfang an. Aber die nachträgliche Einführung ist sehr aufwendig und kostet viel Zeit. Und bei neuen Projekten machen wir es von Beginn an. So wie das Projekt wächst, wächst eigentlich auch die DevOps-Pipeline mit. Ein anderes Thema, wo wichtig ist, Feedback-Loop zu etablieren. Vorher erwähnt, aus dem Produktivsystem kommen Meldungen. Diese haben höchste Priorität und müssen adressiert werden. Das muss man üben, das muss das Team können. Deswegen muss das schon auf dem Entwicklungssystem, auf dem Testsystem passieren, damit die Prozesse einfach laufen. Eine andere Sache, die wir festgestellt haben, ist, dass es Sinn macht, eine DevOps-Rolle im Team zu etablieren, weil einfach viele neue Themen auf einen zukommen. Man braucht einen Spezialist, der das Team da ein bisschen beraten kann, sei es im Requirements-Bereich, sei es zum Architektur-Zeitpunkt, im Test-Zeitpunkt, der sich mit dem DevOps-System im Detail auskennt, noch in die Breite. Gut, zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, dass DevOps-Prinzipien können generell überall angewendet werden, sei es im Webumfeld, Desktop, Cloud oder Mobile oder Edge-Umfeld. Wichtig dabei ist, Automation is everything, automate everything. Also versucht möglichst alles zu automatisieren in eurem CI/CD-Prozess, möglichst wenig manuelle Schritte, weil dadurch entstehen auch Fehler. Die Kultur ist genauso wichtig wie der Code. Also müsst das Team dazu bringen, dass sie die Verantwortung über den gesamten Prozess haben. Also nicht nur Development und QA, sondern auch wirklich diesen Operation-Teil. Und wir schaffen eine Transparenz über den gesamten Prozess. Also wir haben eine End-to-End-Traceability. Wir haben Einblick in die Infrastruktur. Wir haben Einblick über das das Nutzerverhalten. Ja, muss man sagen, das ist nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Vorphasen. Also wir wissen genau, welches Release ist bei welchem Kunde deployed. Welche Features sind drin? Wie waren die Testpläne dazu? Wie waren die Testergebnisse? All die Informationen sind verzahnt miteinander und gibt eine komplette Transparenz. Ja. Ja, wir sind langjährige Experte in dem Bereich. Wir können Sie natürlich ganzheitlich über den gesamten Softwareentwicklungsprozess auch unterstützen. Nicht nur im Thema DevOps, sondern auch agile Softwareentwicklung nach Scrum oder Architektur- und Technologieberatung oder wenn Sie Unterstützung brauchen in Ihrer Product Owner, Project Manager oder Scrum Master Rolle. Wenden Sie sich einfach an uns und wir unterstützen und beraten Sie da gerne. Ja. Das war schon von unserer Seite. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Und ich habe nur ein Thema. Gibt es Fragen? Ja, danke Thomas. Es sind leider noch keine Fragen reingekommen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. In der Zwischenzeit würde ich gerne eine Frage stellen. Und zwar, wie ist M&M Software vorgegangen, um am Anfang sich das Technologie- und Konzept-Know-how bezüglich DevOps aufzubauen? Ja, das war ein spannendes Thema damals. Auch wir hatten die Herausforderung, dass viele Themen in diesem Umfeld uns neu waren, einfach nicht klar waren. Und wir haben uns damals auch entschieden, einen externen Partner hinzuzunehmen. Mag vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch klingen, dass wir als Software-Dienstleister uns da nicht selber einarbeiten, dass wir uns nicht annehmen selber und das Thema betreiben, sondern wir haben einen externen Partner geholt, der auch spezialisiert war auf dieses Thema und der hat uns das eingeführt. Der hat uns geschult am Anfang, der hat uns die Konzepte beigebracht und auch die erste Umsetzung im Projekt gemacht. Und in späteren Phasen haben wir dann die Pipeline übernommen, die ganze Automatisierung
Und heute machen wir es komplett eigenständig. Ja. So wenn der Vago Cloud als auch in neuen Projekten. Learning by doing. Im ja. Fall haben wir jetzt ziemlich viel Erfahrung gesammelt und wir können es jetzt alleine. Ja, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ihr habt ja jetzt DevOps an Vago Cloud gezeigt. Also einem großen Projekt. Würde es sich auch lohnen, DevOps bei kleineren Projekten einzusetzen? Ja, definitiv. Ganz klar. Ja. Wir machen es mittlerweile in allen Projekten. Das war von Beginn an. Das heißt, es war schon mal erwähnt, die DevOps-Pipeline, die DevOps-Prinzipien, die wachsen mit. Die Kultur muss da sein. Und wenn man das von Anfang an macht, dann funktioniert das recht gut. Das nachträglich einführen ist immer schwierig. Das ist auch so, der Initialaufwand natürlich, um eine DevOps-Strategie umzusetzen, ist etwas höher. Aber mit jeder Iteration sparen wir etwas und holen die Kosten wieder rein für die ganzen manuellen Schritte. Man denkt auch immer, ja klar, ich liefere die Software einmal vielleicht aus, aber ich glaube, auch jeder kennt es, man kommt ganz schnell, um kleinere Bugs, kleinere Wünsche zu ändern, Schriftgröße größer, eine Farbe ändern, kleinere Anpassungen. Und dann kommt man sehr schnell in den Prozess rein, wo man die Software oft ausrollen muss und dann ist so eine Pipeline natürlich glücklich. Ja, jetzt haben wir tatsächlich noch eine Frage reinbekommen und die Frage lautet, führen Sie auch kollaborative Projekte durch mit Partnern und falls ja, wie erfolgt dies? Also die Zusammenarbeit mit Partnern ist ein wichtiges Thema bei uns. In der Regel haben wir immer die Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Das heißt, der Kunde ist auch in diesem DevOps-System integriert. Das geht schon bei Anforderungserfassung los. Wir erfassen die Anforderungen, wir sprechen diese mit dem Kunde und der Kunde reviewt die. Der Kunde, bevor es in die Entwicklung geht, kriegen wir ein Approval vom Kunde, sagen eine Freigabe, dass wir in die nächste Phase gehen. Und so haben wir immer wieder solche Freigabeschritte, auch in der Pipeline, bevor es dann in die nächste Phase geht, bevor es deployed wird, gibt es dann Freigaben durch den Kunde und wir arbeiten alle zusammen an diesem Produkt, an dieser Software. Wir haben auch Projekte, wo wir gemeinsam mit dem Kunden entwickeln, das heißt, das Entwicklungsteam wird vom Kunden gestellt und wir bilden auch ein weiteres Team ab von diesem Gesamtprodukt. Okay, es gibt auch keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Thomas, für diesen sehr schönen Vortrag. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern. Hoffe, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind und sage auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.